Hallo liebe Tierführer Bastelbus-Gemeinde, heute wieder ein neues Video und zwar geht es heute um die Ventildeckeldichtung und weiter geht es wie immer nach dem Intro. Also da drunter ist die Ventildeckeldichtung. Ich würde sagen, wir schaffen uns jetzt erst einmal Platz, dass wir da ordentlich hinkommen. Schaut schon mal gar nicht schlecht aus. Darf man nachher bloß nicht vergessen, den Stecker da hinten wieder drauf zum Stecker. Weil wer weiß, was nachher sonst nicht geht. Das lassen wir jetzt einfach da mal dran. So, jetzt machen wir uns da den Öl aufstützen, machen wir uns noch weg. So, jetzt haben wir uns da ein bisschen Platz gemacht. Jetzt machen wir uns da mal die Abdeckkappen runter. Dann was so Gummikappen. Und da dahinter verbirgen sich Schrauben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn man die Schrauben aufmacht, man den Deckel runternehmen kann. Gut. Da ist das Ding. Ja, es war ein leichter Kampf, aber er ist runtergegangen. Okay. Ja gut, ich würde sagen, jetzt machen wir das mal sauber. Gut. Also irgendwo da müsste jetzt die alte Dichtung drauf sein. So. Genau. Sollte die da langsam runtergehen. Teil. Da ist er, machen wir uns das einmal wieder sauber da.
So, das war's für heute mal für den ersten Teil. Jetzt kommt ihr ins Spiel, und zwar folgendes: In diversen Foren habe ich gelesen, der eine macht da eine Dichtpaste rein und der andere macht da keine Dichtpaste rein. Der eine sagt, wenn ich eine Silikondichtung habe, brauche ich es nicht, und der andere sagt unbedingt. Was sagt ihr dazu? Wird die Silikondichtung bzw. die Art Gummidichtung, die ich da habe, wird die mit einer Dichtpaste eingeklebt oder wird das ohne Dichtpaste eingeklebt? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das war's fürs Erste für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen, und abonnieren nicht vergessen, like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und Servus.